Hier kommt ein echter Klassiker, Matjes Heringssalat, traditionell nach Hausfrauenart. Er wird gerne mit Pellkartoffeln oder Bratkartoffeln gegessen. Ich habe mal eine neue Variante probiert, nämlich die Smashed Potatoes. Wie ich das beides zubereitet habe, das erfahrt ihr in diesem Video. Ich bin Kalle und ihr seid bei Kochst du mit Kalle. Herzlich willkommen! Folgende Zutaten werden benötigt. 350 Gramm Matjes Heringe, ein halber Apfel, eine Zwiebel, eine saure Gurke, 200 Gramm Schmand, 150 Gramm Naturjoghurt, 9 kleine Kartoffeln, festkochend, 3 bis 4 Esslöffel Olivenöl, 1 Teelöffel Paprika edelsüß, ein halbes Bund Schnittlauch, Salz und Pfeffer. Da ich ja den Matjes Heringssalat traditionell mache nach Hausfrauenart, das heißt also auch mit frischen Zwiebeln, wende ich einen kleinen Trick an, damit die Zwiebeln nicht so schnell gären und der Matjes Heringssalat etwas länger haltbar ist. Die Gärung von frischen Zwiebeln wird hinausgezögert, indem man sie ca. 10 Minuten lang in eine Essig-Zuckerlösung einlegt. Geschmacklich hat das nahezu keinerlei Auswirkung, hilft aber dabei, den Matjes Heringssalat länger haltbar zu machen. Ich habe an der Fischfrischtheke frischen Fisch. Ja, Fischers Fritze. Wie dem auch sei, ich habe frische Matjes Heringsfilets gekauft. Matjes ist ein ganz junger Hering, der noch nicht laichfähig, also auch noch nicht geschlechtsfähig ist. Der Name Matjes kommt vom niederländischen Matjes mit Doppel-A geschrieben und bedeutet nichts anderes als Mädchen oder Jungfrau. Aber genug der Erklärung, jetzt wird gekocht. Der Matjes wird erstmal geschnippelt und zwar in Streifen. Nicht zu fein, aber auch nicht zu dick. Es soll ja ein Salat werden und kein Matjes mit Hausfrauenart Soße. Wenn der Matjes geschnitten ist, kommen schon mal Schmand und Naturjoghurt dazu. Dann wird es verrührt und beiseite gestellt, damit er gut ziehen kann. Nach rund 10 Minuten kommen eben die besagten eingelegten Zwiebeln dazu. Auch hier wieder alles gut verrühren, beiseite stellen, also in den Kühlschrank am besten, damit er weiter durchziehen kann. Der Apfel wird wie gezeigt hier erst geschält und dann in Stifte geschnitten und dann ebenfalls ab in den Salat. Gut verrühren und wieder beiseite stellen, denn jetzt sind ja noch die Gurken dran. Ich habe meine eigenen eingelegten Gewürzgurkensticks genommen, ihr könnt aber auch gerne sauer eingelegte oder süß-sauer eingelegte Gurken nehmen. Hier mal ein Rezept für hervorragende süß-sauer eingelegte Gurkensticks. Die werden jetzt ebenfalls geschnitten und mit in den Salat gegeben. Dann wird noch der Schnittlauch in feine Röllchen geschnitten, auch in den Salat gegeben, alles gut verrühren und dann darf der Salat nochmal für circa eine halbe Stunde durchziehen, bis er dann letztendlich nochmal abgeschmeckt wird. Am besten schmeckt er, wenn er einen halben Tag oder über Nacht im Kühlschrank durchgezogen ist. Und dann geht's an die Smashed Potatoes. Diese werden als erstes mal in kaltem Wasser angesetzt und wenn das Wasser kocht, dauert es ca. 20 Minuten, bis die Kartoffeln gar sind. Wenn die Kartoffeln dann gar sind, werden sie abgeschüttet und kommen auf ein mit Backpapier belegtes Backblech. Jetzt werden sie gesmashed, das heißt also zerdrückt, dann etwas Salzen, Olivenöl drüber, Paprikapulver und dann geht's ab in den Ofen. Bei 180 Grad 45 Minuten. Dann alles zusammen anrichten und dann sieht das Ganze so aus. Das war's von mir. Bis hier. Tschüss, euer Kalle.